Hallo und willkommen bei Tierisch Schlau. Wir werden euch heute zeigen, wie ihr eine Hängematte für eure Katze basteln könnt. Lasst euch überraschen, wie einfach und nützlich dies ist. Um euch ans Werk zu machen, benötigt ihr einen ausreichend großen Pappkarton, der idealerweise eine rechteckige Form hat. Ihr braucht außerdem einen Filzstift und ein Teppichmesser, etwas Stoff für die Hängematte, Farben, Spielzeuge und Dekoration. Zu Beginn markiert ihr Abschnitte auf jeder Seite des Kartons, um später Teile der Wand herauszuschneiden. Belasst einen Abstand von ca. 5 cm von allen Rändern. Wiederholt dies auf allen Seiten der Box, ähnlich wie ihr es im Video seht. Mit dem Teppichmesser schneidet ihr die Teile heraus. Das Ergebnis ist eine Struktur, die von allen Seiten zugänglich ist. Jetzt ist es Zeit für die Dekoration. Vergesst dabei nicht, alle Seiten, auch die Oberseite, zu bemalen. Nehmt den festen Stoff und schneidet ein Quadrat heraus, das größer als der Karton ist. Schneidet an jeder Ecke des Quadrates einen ca. 5 cm langen diagonalen Schlitz. Bohrt mit einem scharfen Gegenstand ein Loch in alle Seiten im oberen Teil der Struktur. Durch diese Löcher zieht ihr nun die geteilten Ecken des Stoffes und bindet sie zu einem festen Knoten zusammen. Der Stoff fällt in die Mitte und dient als Liegefläche. Unsere Hängematte ist nun einsatzbereit. Ihr könnt so viele Dekorationen und Katzenspielzeuge hinzufügen, wie ihr möchtet. Wir haben eine weitere Stofflage hinzugefügt, damit sich die Katze bequem ausruhen kann. Außerdem haben wir einige Bälle angebracht, mit denen die Katze spielen kann. Jetzt ist es Zeit für unsere Katze, es auszuprobieren. Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video angesehen habt. Wenn ihr eure eigene Hängematte hergestellt habt, teilt euer Ergebnis mit uns. Hat dir das Video gefallen, dann gib uns ein Like und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, um weitere Ideen zu bekommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.